Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil von Dark Souls. Wir waren zuletzt vor dem Boss stehen geblieben, müssen da aber noch einen kleinen Umweg machen, haben ja endlich unsere Waffen, unser Schild und können dann auch endlich mal richtig loslegen. Noch nicht in der richtigen Gegend, wo wir hin sollten, aber wir müssen ja erstmal aus unserem Asylum hier entkommen. Und gehen dann mal jetzt nach hier oben. Es ruckelt immer noch wie Hechtsuppe, aber was macht's? Ach, man wächst, aber funktioniert auch nie so, wie man will. Aber da müssen wir drüber. So, weiter, 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 weiter. Da sind wir hier. Ja gut, das wissen wir schon ungefähr. Und mit Y kann man das beidhändig ausrüsten. Das Schwert zumindest. Hier steht noch rastenbeliebt Gegner wieder. Das habe ich ja letztens schon so ein bisschen versucht zu erklären. So, weg hier, die Bogenschützen. Ja, was ist da los? Okay, jetzt wird es langsam ungemütlich. Und das sind Lullis, ey. Und du erst, das ist jetzt im Ernst. Ich stehe hinter dem und das macht dem nix. Mein Gott, das ist ein Dexter eigentlich. So, wen haben wir hier noch? Ach. Okay. Ja, ein bisschen schwieriger, aber der gibt gut Punkte, so viel ich weiß. Wir machen den auch mal. Sofern wir treffen können. Aber er hat auch er hat seine Tricks drauf. Und er heilt sich. Oh, noch nicht ganz. Aber jetzt macht er ihn so Mist. Und das war's für ihn. Da war er zu offen. Weiter. Nein. Okay, gut, dann gehen wir weiter. Steht denn noch hier kritische Angriffe, wenn man hinter dem Gegner ist? Ja, das sind diese Backstep-Angriffe, die ich gerne machen wollen würde. Parieren war LT, gut, das und RB konnte. Ja gut. Die wird man sich mit der Zeit angewöhnen müssen, weil teilweise sind die echt unverzichtbar. Und ich würde sagen. Geronimo! Aber die ist die Hälfte weg. Ich würde ja eigentlich gerne Backstep machen mit dem. Aber jetzt ist es so einfach. Ah, fuck. Ich will hier eigentlich nicht sterben. Asyldämon hätten wir auf jeden Fall jetzt erledigt. Dann haben wir noch den Schlüssel des Pilgers. Und da wir sonst noch nicht so weiterkommen, würde ich sagen, gehen wir auch direkt weiter. Kriegen sogar Menschlichkeit. Wie wir hören, gibt es hier noch einen. Da kommen wir dann aber später erst hin. Das ist der, nämlich, glaube ich, den wir wirklich unten gesehen hatten. Würde ich meinen. Ja, das war der, glaube ich, auch. Der ist hier unter uns. So. Weiter. Gut gemacht. Weiter geradeaus. So, hier ist noch ein Nest, das ist später wichtig. Da kann man dann Gegenstände reinlegen, Seelen oder so. Und wenn man dann das Spiel neu startet, muss man erstmal drauf kommen, dann liegt da was anderes drin und dann quasi ein neues Item oder so. Sonst ist hier nichts und sagen gehen wir weiter. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage. Auf zu Pilger. Lordrun. Auf nach Lordrun. Lordran. Oder Lordran. Wie man es will. Der Rabe bringt uns dorthin.
mit ihm kommen wir dann auch später, wenn wir ihn wiederfinden, auch wieder dann ins Asylum, wenn wir dann nochmal dahin kommen wollen. So, lass mal. In Lordran steige auf und entfache Leuchtfeuer. Feuerbrandschrein. Erstmal speichern. Also hier können wir jetzt auch aufsteigen. Da machen wir Beweglichkeit erstmal auf 15 und Kondition, um Ausdauer zu kriegen, auf 11. Damit bin ich dann nämlich ganz zufrieden. Und da können wir dann auch später mit Menschlichkeit dann irgendwie auch die Leuchtfeuer noch verbessern und überhaupt, dann haben wir mehr Flakons. Also es ist alles die Möglichkeit dann. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Ich glaube ja, das ist der Typ, der uns aus dem Asyl geholt hat, aber nicht ganz sicher. Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are actually two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Also wir müssen zwei nette Glocken läuten, die hier sind. Eins, es ist oben in der Stadt und eins ist unten. Und der zweite ist ein bisschen schwieriger und kommt auch erst später. Von daher, die erste Glocke sollte allerdings für meinerseits erstmal kein Problem sein, weil bis dahin kam ich bisher ziemlich routiniert hin. Aber ich lege nicht meine Hand dafür ins Feuer. Gehen dann, würde ich sagen, erstmal da drüben, glaube ich, lag noch was. Oder hab ich das schon mitgenommen? Ah, das habe ich schon mitgenommen. Also, ist das schon hier alles in mir drin? Das ist das schon intuitiv. Ne? Gehen wir mal hier runter. Was gibt's denn hier? Ach ja, hier war die. Mit der man erstmal nicht sprechen kann. Da brauchen wir später noch ein. Dafür brauche ich vorher. Ach genau, dafür brauche ich Feuer wiedersehen. Dann kann ich meine Flakons um 5 verstärken. Nee, nicht um 5 verstärken, sondern um den Effekt verstärken. Mehr kriege ich nur durch die Feuer, glaube ich, so war das. Aber wir gehen jetzt erstmal noch hier runter und schauen uns kurz mal da unter. Da gab es nämlich noch ein paar leichte Beute, Untote und eine Seele, die ich gerne hätte, als kleinen Startbonus. Damit fahren wir mit dem Fahrstuhl mal runter. Dieser schwammige Effekt ist ja sehr, sehr komisch. So, hören wir sie schon? Ich glaube, aber hier war was noch. Hier, Dame. Das ist eine nette Seele. Die haben wir jetzt im Inventar liegen. Hier. Wenn wir die, kann ich mal zeigen, benutzen. Dann kriegen wir 800 Seelen dazu. Das ist ja schon nicht schlecht. Das ist sogar noch einmal ein Stufenaufstieg. Den nehme ich ja gerne mit. So, ich hätte hier gerne einen Backstab-Angriff. Es ist nicht immer so einfach. Ich verstehe es nicht, warum er den nicht macht. Ich drücke RB. Das ist ja nicht der schwere Angriff, den ich machen muss, sondern den normalen. Also vielleicht... Es könnte sein, dass ich hier für... Ich weiß gerade gar nicht, kann ich den da runterschubsen? Ne, warte mal. Ja, muss man nur schubsen. Na, das war Flakon nehmen. Das war das. Okay, ich bin etwas verwirrt, ich schlag einfach mal. So, das war einfach. Ach, und hier war ja auch noch jemand. Ah, ja, ja. Hier gab es jemanden, wo man, Waffen verstärken können. Hm? Well, this is unusual. You haven't lost your head.
And more importantly, you're free. How on earth? Well, I shouldn't cry. I'm Rickett of Vinheim. I was once an established smith. Der Richard von Vinheim. Can you believe it? Ja, das ist toll. Das ist toll. Das What is it? Have you? Oh no. Don't worry. I've no intention of escape. It's safe here. I can't bear the thought of going hollow. Ich glaube, das geht erst später, wenn man die erste Glocke geläutet hat. Not much to occupy myself. How about this? I could forge your weapon. Ah, doch, macht doch schon jetzt. Gut. Rather minimal tools. I'll show you what may be the best in Vinheim. Ja, genau, kann man Ausrüstung umwandeln, mit Effekten aufwerten, Rüstung verstärken. Das geht hier alles bei dem. Kann man auch Gegenstände kaufen. Aber das sind eher so Zauberer-Magier-Sachen. Ausrüstung reparieren können wir hier. Umwandeln, da habe ich aber noch nichts. Würde ich sagen, das lassen wir erstmal. Das Tolle ist, wenn man hier das nicht weiß, dann können wir auch ganz schnell hier zu weit laufen, dann fällt man schön betont. Und das ist sehr unglücklich, wenn man das macht. Sehr unglücklich. Oder muss ich einfach nur antippen? Das könnte auch sein. Einfach nochmal antippen. Warte. Einfach nochmal antippen. Ich versteh's nicht. Dann mach ich vielleicht mit an. Das ist doch echt nicht wahr, ey. Du kotzt mich an. Weißt du? Irgendwann hat man es dann auf einmal so raus, dass es immer funktioniert. Aber jetzt geht's wieder nicht. Ist klar. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Kannst du machen, was du willst. Ja, jetzt ist es noch unproblematisch. Jetzt sind das noch Lullis, aber später wird es so ziemlicher Mist. Ziemlicher Mist. Oh, fuck you. Wie die gut geschliffen werden, ey. Okay. Ja, wieder nach oben. Auf geht's. Können wir auch gleich uns nochmal aufwerten. Ich überlege gerade, ob ich schon weitergehe. Ich glaube, wir haben jetzt schon ordentlich Zeit. Und das wäre eigentlich ein schöner Punkt, um einen Schnitt zu setzen. Und ich mir gerade, vielleicht die Zeit noch reichen würde, noch ein Stück was zu machen. Ich überlege gerade noch, in dem Bereich des Feuers noch mal was zu suchen. Weil da liegen auch noch so ein, zwei Sachen, die wir mal mitnehmen könnten. Gute. So, hier dürfen wir auch nicht zu weit, weil hier sind ganz viele. Ist auch schon heftig, ey, diese Kulisse hier. Ein bisschen wie Attack on Titan, die Stadt mit mehreren Zirkeln. In mehreren Bereichen, so innere Kern, äußere, mittlere. Ich hoffe auch gerade ein bisschen willkürlich, aber hier lagen viele Brandbomben. 6 Stück. Die können wir ausrüsten, die können wir dann durchwechseln. Mit. Genau so ging das. Genau, hier kommt nämlich auch noch jemand. Gesten. Genau, hier war noch ein Gestenmenü. Sowas findet man dann auch mit der Zeit. Wer ist das denn noch hier? Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Ich weiß nicht. Ich rede. Hello there. Ja, ich I realize that I have requested that we retain art, but I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this as a token of peace. No, go ahead. Das Tolle ist, die Geschichten, die hier mit den Charakteren erzählt werden, kommen erst mit der Zeit. Oh my. You again. Das ist ganz cool. Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Oh, das würde mir gefallen, ja. Very well. Then first,
Die kriegen wir nämlich um den ersten Bund und damit, glaube ich, später den nächsten kriegen, können wir uns ja jetzt schon mal ein Eid leisten. Gibt uns gewisse Vorteile. Ein Eid geleistet. Und dadurch haben wir Fähigkeit, dadurch können wir dann bei manchen Fähigkeiten lernen. Und es geht nur mit manchen dann so, können wir nämlich dann sagen hier, zum Beispiel Geste lernen, da kriegen wir eine Geste dazu. Und kann auch Gegenstände kaufen, das sind aber wie gesagt Sachen eher für Zauberer und das bin ich nicht und will ich auch nicht. Deswegen gehen wir jetzt. The effectiveness. Ah, das wird im Auto. Oh, shit. Shit, oder? Gut. Was stand hier? Achso, das war das Gestenmenü. Kann ich gerade nochmal die erste Geste zeigen, die ich jetzt gelernt habe. Also dann. Hey. Ah, genau. Hier kann man sie dann noch tauschen gegen eine andere. Schulterzucken. Ja, das war die. Gab's hier jetzt noch was? Wenn wir jetzt hier hingehen, hier haben wir jetzt nur Wasser. Ist gerade jetzt nicht noch. Komme ich da so weiter? Kann auch da oben rumlaufen. Hinten kommen wir zu so einem Friedhof, der ist aber heftig. Da gehe ich jetzt noch nicht hin. So, hier oben. Da hinten sehen wir noch etwas. Hier oben ist ein Nest, so wie es aussieht. Ich glaube, das war der Rabe. Da wollen wir da hinten noch zu dem. Und mal gucken, wie man nochmal springt. Das gibt es nämlich auch. Ich glaube, wenn ich renne, dann geht das. So, dann laufen wir jetzt aber mal gerade erstmal zurück. Und werten uns auf und machen dann erstmal. Dann machen wir wirklich Schluss. Haben wir sogar jetzt noch ein Eid bekommen und alles Mögliche von daher. Hä, wie bin ich jetzt hier hochgekommen? Wie bin ich hierher gekommen? Ende. Kamera. Mach keinen Scheiß. Hier lang. Stimmt, das ist auch, hier kann man echt so gleich sterben, wenn man falsch läuft. Ich würde mir jetzt die Kiste noch nicht holen, habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. So, Lagerfeuer, komm mal rein. Komm ins Bild. Die. Ja, komm. Das Ding, ich nutze die irgendwie nur gerne, wenn ich sie noch gleich eintausche, weil das eingetauscht ist, eingetauscht. Aufsteigen. Kondition. Oh, scheiße, das reicht ganz knapp nicht. Na gut, nehmen wir mit. Machen wir das nächste Mal. Aber das sollte dann relativ schnell sein. Also von daher die paar Punkte. Das ist noch wenig. Später verliert man Unmengen. Dann ärgert man sich echt. Gut, wünsche euch was. Das war's. Zweiter Part. Hoffe, es hat euch gefallen. Abo wäre nett. Daumen hoch. Würde mir auch sehr gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.